willkommen, eben im schönen Osten von Deutschlands, und wir sind heute auf Entenjagd. Wir haben gerade die Einweisung bekommen, wir haben eine super Freigabe. Wir jagen viel im Schilf. Ich bin gespannt auf unseren Stand zum Ablauf. Wir gehen jetzt alle in die kleine Hütte hinter uns. Dort tragen wir uns ein, Corona-konform, versteht sich. Jeder zieht eine Standnummer. Standnummern werden also ausgelost und dann geht's auf die Entenjagd. Der erste Trieb ist vorbei. Ich glaube, wir waren sehr erfolgreich. Zum Schluss lagen bei uns 5 Enten und das ist für mich auf jeden Fall ausreichend. Unsere Nachbarschützen waren auch super erfolgreich. Wir haben Seeadler gesehen, mega Biotop. Bin gespannt auf die nächsten 2 Treiben. Wir haben gerade die Ansprache gemacht. Wir bereiten uns jetzt auf den zweiten Trieb vor. Es gab Mittagessen und ja, derzeit liegen 86 Enten. Der Veranstalter ist damit noch nicht so zufrieden. Mal schauen, was wir im zweiten Trieb der Strecke Gutes tun. Das zweite Treiben ist vorbei und war ziemlich erfolgreich. Wir haben 6 Enten erlegen können und eigentlich alle, die angeflogen sind, ja auch verwandeln können. Ein bisschen ärgerlich, ganz zu Beginn des Videos sind wirklich unfassbar viele Enten vor uns aufgestiegen. Zu Beginn des Treibens so. Aber da war es noch nicht, das Treiben war noch nicht angeblasen und somit galt natürlich noch Hahn in Ruhe. Und ja, aber ich will mich trotzdem nicht beschweren. Mal gucken, wir haben auf jeden Fall 2 Geflügelte hier drin. Danach muss geschaut werden. Aber da vorne sehe ich schon die Hunde. Thank you.
wunderschöner Jagdtag geht zu Ende. Und das letzte Treiben war nochmal ein absolutes Highlight. Wir hatten wunderschön tief anstreichende Enten und konnten ordentlich Strecke machen. Vielleicht nochmal zwei, drei Wörter zum Saunhammer. Der Saunhammer macht an der Flinte absolut Sinn. Und zwar könnt ihr in dem Moment, wo ihr den Saunhammer an der Flinte nutzt, den Rückstoß und den Hochschlag der Flinte deutlich besser kompensieren. Die Führhand ist wie beim Büchsenschuss auch beim Flintenschuss dafür da, dass sie den Lauf aufs Ziel führt und nicht für die Hochschlagkontrolle. Mit dem Saunhammer zieht ihr die Büchse fest in die Schulter, habt weniger Hochschlag und könnt, wenn ihr müsst, eine schnelle zweite Gabe ins Ziel bringen. Ich hoffe, euch hat unser kleiner Ausflug nach Döbra gefallen. Und wir wünschen euch Weidmannsheil. Vielen Dank an die Jungs von Hand und Hound für die super Orga. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Die Entenjagd ist zu Ende. Und für alle, die noch nie gesehen haben oder nie beigebracht haben, wie man die Trophäe des männlichen Enterichs, der Erpel, wie man ihm diese entnimmt, das zeige ich euch jetzt. Und zwar sind diese drei geschwungenen Stoßfedern, das sind die sogenannten Erpellocken. Jeder Jungjäger, wenn er seine erste Ente erlegt oder auch so, ihr schnappt euch einfach hier hinten die Erpellocke und mit einem beherzten Ruck, wie es jetzt natürlich nicht klappt, löst ihr die Erpellocke. Die steckt ihr euch an den Hut und somit sieht jeder, dass ihr ein erfolgreicher Entenschütze seid. Weidmannsheil.